Langenhagen, ein Samstagnachmittag, 12.53 Uhr. Ein Rasenroboter fährt auf einen Lorich zu, wartet kurz, Lichtzeichen, ein bisschen pusten, dann fährt er weg und kommt später wieder. Ich muss gestehen, ich habe 1800 Quadratmeter Rasen, ich mache das nicht. Ich schrubb da einfach drüber. Von einem selbstfahrenden Auto erwarten wir, dass es eine Entscheidung trifft. Eine Entscheidung, zwischen Menschen zu wählen, wenn ein unvermeidlicher Unfall passiert. Das ist ein Dilemma. Was ist ein Dilemma? Ein Dilemma ist ein Zwiespalt, zwei Seiten einer Sache. Das älteste Dilemma, was ich kenne, wird bei den alten Griechen beschrieben. Ein Schiffbrüchiger klammert sich an eine Planke, ein anderer kommt und möchte mit drauf, aber die Planke hält nur einen. Das ist ein Dilemma. Was tut derjenige, der auf der Planke sitzt? Oder in der Psychologie heutzutage heißt es das Trolley-Problem oder Dicker-Mann-Problem. Für das Wording kann ich nichts. Sie sind in der Situation, dass Sie durch das Herunterschubsen eines Mannes von einer Brücke eine Weiche beeinflussen können, dass sie entweder nach links oder nach rechts fährt. Vielleicht haben Sie vor kurzem gesehen, es gab einen Film. Und zwar über einen Starfighter-Piloten, der ein Flugzeug abgeschossen hat, was als Waffe von Terroristen eingesetzt werden sollte. 87% der Zuschauer haben bei der Abstimmung erklärt, sie würden denjenigen, den Starfighter-Piloten, der das gemacht hat, nicht verurteilen. Da wir ja hier bei Top-Juristen sind, habe ich mich vorbereitet. Laut § 14 Absatz 3 des Luftsicherheitsgesetzes ist es mittlerweile nicht mehr erlaubt, das wurde am 15.12.2006 von einem Gericht zurückgenommen, dass die Bundesregierung oder deren Vertreter einen Abschussbefehl geben können, um ein Flugzeug, was als Waffe eingesetzt wird, abzuschießen. Wen es interessiert? Aktenzeichen 1 BVR 375/35. Die Ethikkommission, die erste auf der Welt, die Grundsätze gegeben hat. Ich gebe Ihnen eine Zeit, das ein bisschen zu studieren. Das war es gewesen. Aber geht es um Ethik? Geht es um Ethik eines selbstfahrenden Autos? Ich behaupte nein, denn es ist eine Stellvertreterdiskussion. Die Stellvertreterdiskussion kommt daher, weil wir von der Digitalisierung, dem Fortschritt der Welt, Angst bekommen. Es gibt tatsächlich eine Facebook-Gruppe von sogenannten Flat-Earthern. Die haben Angst, dass sie an der Kante der Welt hinunterfallen. 40.000 Mitglieder gibt es bei dieser Gruppe. Die Welt ist nicht schwarz oder weiß, groß oder klein, blau oder gelb, sondern wir sind in der FUKA-Welt. Wenn jemand von Ihnen den Begriff schon mal gehört hat, aus den ersten Buchstaben der Worte wird ein neues Wort gebildet. Ja? Bei der Börse, Volatilität, hoch und runter, keiner weiß, was los ist. Die Ungewissheit, ich kenne nicht mehr die Regeln, nach denen die Welt funktioniert. Komplexität, die Regelanwendungen sind undurchsichtig, ich blicke nicht mehr durch. Und das letzte, Ambiguität, Sachen, die plötzlich ungewohnt sind, akzeptiere ich und gehe damit um. Es gibt sogar ein Wort, das heißt ambig. Also, wenn die Welt FUKA anfassbar werden soll, ich habe lange danach gesucht, wie kann ich Ihnen das erklären? Ich habe etwas mitgebracht. Als Zauberer guckt man mal in seinen Koffer und findet eine Knete. Die springt und sie dehnt sich. Aber wissen Sie, was die noch kann? Die reißt. Also, das ist wie bei der FUKA-Welt. Gewohnt, ungewohnte Eigenschaften und das Schlimme daran ist, ich weiß nicht, wann sie reißt. Das ist die Angst vor der Digitalisierung. Wen es interessiert, nicht newtonsche Flüssigkeit und Materialien. Können wir gerne an der Bar noch etwas darüber erzählen. Wenn Sie einen Kreditantrag online stellen, misst das Formular, wie lange Sie brauchen, Ihren Arbeitgeber einzutragen.
Denn die Vermutung ist, wenn sie zögern, lügen sie. Und gleichzeitig guckt das Programm, ob sie einen Online-Pokersatz auf dem Rechner haben. Und sofort sinkt ihr Rating. Ihr Sohn hat das leider mal ausprobiert. Und als sie nach dem Arbeitgeber eintippen gefragt wurden, hat ihr kleines Kind im Nachbarraum geschrien. Die Moral sind Vorgehensweisen und Handlungsmuster von Gesellschaften und Individuen. Die Moral ändert sich. Also ich bin noch die Zeit von Rolling Stones, Parker und selbstgedrehten Zigaretten. Meine Eltern haben damals schon den Untergang des Abendlandes heraufbeschworen, als ich dermaßen unterwegs war. Heutzutage wundere ich mich auch. So Jugendliche, Hose auf 7:30, Basecap nach hinten. So, ey Alter, was läuft? Und in dem Moment, wo ich da was gegen sagen will, merke ich, es ist eine andere Zeit. Und dann erinnere ich mich wieder an die Bundeswehr und Parker. Zeit. Gibt es zwei griechische Brüder? Kennen Sie wahrscheinlich den Kronos, der Erfinder der Uhr, der Chronometer? Und Kaiphos. Der wird dargestellt mit einer Glatze und einem langen Schopf. Und das ist der Gott der günstigen Gelegenheit, wenn Sie diese am Schopf packen können. Zeit vergeht und ist gleichzeitig zunehmende Unordnung. Wenn Sie Kinder haben, wissen Sie das, ne? Kinder in ein aufgeräumtes Zimmer, nach einer halben Stunde strebt der Zustand nach Unordnung. Damit ist Zeit vergangen. Und Zeit ist die Lücke zwischen Vergangenheit und Zukunft. Was hat jetzt diese VUCA-Welt für Auswirkungen auf die Gesellschaft? Numerisch werden nicht mehr genügend Arbeitsplätze in der Zukunft da sein durch die Digitalisierung. Wir müssen uns nicht streiten, sinnvoll ja oder nein. Es funktioniert einfach nicht mehr über genügend Arbeitsplätze. Dazu brauchen wir neue Sozialformen. Und ich sage Ihnen zum Beispiel, dass durch diese Gedanken, die ich mir darüber mache, meine Einstellung zum Grundeinkommen sich verändert hat. Ich war sehr konservativ und war dagegen. Mittlerweile denke ich anders darüber. Was bedeutet das für Unternehmen, diese neue digitalisierte Welt? Ein konkretes Beispiel. Ich werde mir in ein paar Jahren einen Sportschuh, den ich haben möchte, den Bauplan aus dem Internet runterladen und über einen 3D-Drucker ausdrucken. Wissen Sie, was das für ein Unternehmen bedeutet? Die Wertschöpfungskette ändert sich. Und zwar der Produzent und der Konsument werden einer. Das heißt dann neudeutsch der Prosument. Ich werde selber Produzent und Konsument. Das hat erhebliche Auswirkungen auf wirtschaftliche Wertschöpfungsketten. Und für den Chef. Was heißt das für den Chef, diese neue Welt? Sie kennen alle den Spruch, arbeiten Sie an Ihrem Unternehmen statt in Ihrem Unternehmen. Ich glaube, dass das noch wichtiger wird. Denn wer an die VUCA-Welt glaubt, schafft es ja nicht mehr, alles zu überblicken als Unternehmensleiter. Ja? Die Schwierigkeiten, die auftauchen werden, die Neuerungen. Das heißt, Sie als Chef, wenn ich einer wäre, würde ich Gestalter des Flusses sein. Gestalter des Flusses. Ich achte darauf, dass ich wach bin, was in der Welt passiert und ob es für mich Auswirkungen hat. Jetzt sagen Sie mal ein bisschen konkreter, Herr Michalski, sonst wird es irgendwie langweilig. Digitale Checkliste. Vier Komponenten, drei Parameter. Wenn Sie da viele Kreuze machen müssen, dann ist es für Sie, Ihre Branche und Ihr Unternehmen wichtig, sich mit dem Thema digital zu beschäftigen. Die Folie kann ich Ihnen natürlich gerne zur Verfügung stellen, weil ich sehe, dass das fotografiert wird. Wenn wir irgendwie organisieren, gebe ich gerne raus. Und dann Gestalter des Wandels zu werden. Kommen wir mal zurück, weil ich ein bisschen abgeschwiffen bin von der Botanik. Ne? Welcher Mähtypus sind Sie denn? Sind Sie der Sensor, der noch alles selber macht? Dengeln, schleifen, heuen, einsammeln. Sind Sie der Schieber, der schon Technik benutzt, um etwas Erleichterung zu haben, seinem Ziel näher zu kommen? Oder sind Sie der Roboterzugucker, so nach dem Motto, Technik, mach mal. Ich weiß zwar nicht, wie das funktioniert, aber ich vertraue mal, dass das funktioniert. Oder sind Sie der agile Unternehmer, die Unternehmerin, die darauf achtet, Gestalter des Flusses zu sein, im Wandel, ohne den Anspruch zu haben,
dass ich alles genau weiß, wie es funktioniert. Denn das ist ja die Fuga-Welt. Denn wir kotzen alle nur Gras, wenn wir mähen. Und die Gefahr besteht, wenn wir Angst haben, Sorge haben, dass wir in einen Aktionismus verfallen. Aber ein Aktionismus um der Aktion willen. Und ich versuche, mit diesem Thema umzugehen. Und zwar entweder mit aufmerksamer Gelassenheit oder gelassener Aufmerksamkeit. Je nachdem, was einem besser passt. Autonomes Fahren. Jetzt kommt er hier ganz und genau. So. Für mich ist also der Umgang mit dem selbstfahrenden Auto nur ein Sinnbild und ein Beispiel dafür, wie wir mit der Digitalisierung umgehen. Mit der Unsicherheit, um zu übertragen auf gesellschaftliche Phänomene. Ich werde natürlich in einem Autoland Niedersachsen keine Hinweise geben, was zu verbessern ist. Und das ist jetzt ohne Ironie, Sarkasmus oder auf irgendwelche Nebenschauplätze zu gehen. Aber ich glaube, dass die Entwicklung von selbstfahrenden Autos gleichzeitig unser Verständnis von Digitalisierung und Zukunftsorientierung unseres Landes symbolisiert. Ich möchte Ihnen also aufzeigen, die Dimension für mich, oder meiner Ansicht nach, dass es mehr ist als die Diskussion um selbstfahrende Autos. Meine Passion, Konfliktnavigator, Konflikte, das ist meine tiefe Überzeugung, sind gesellschaftlicher Motor. Sie gehen teilweise zu Lasten von Individuen und einzelnen Gruppen, die schmerzvolle Erfahrungen machen müssen. Deshalb ist es besonders wichtig, dass wir uns mit diesem Thema auseinandersetzen, in allen Facetten und Nuancierungen, um dann einen gemeinschaftlichen Konsens zu erfahren, der unsere Gesellschaft nach vorne tragen wird zum Thema Digitalisierung. Ob wir wollen oder nicht, das kommt nicht, das ist schon lange da. Sie sehen, ich habe eine gewisse Affinität zu Verbrennungsmotoren. Also das Ding ist stark, frech, rotzig, laut. Es gibt es auch als Elektrovariante. Für die Techniker unter Ihnen, das Ding hat 110 PS mit 110 Newtonmeter. Newtonmeter ist quasi die Geschwindigkeit, mit der es anschiebt. Ein Elektromotorrad gibt es, das hat 140 Newtonmeter. Das ist der Burner. Aber es ist uncool. Es ist leise, es schnorrt. Ich sehe schon einen Mitfahrer, wir treffen uns, nächste Biketour. Ja? Im Image ist es uncool. Meiner Ansicht nach, und da gebe ich Ihnen zu, es macht richtig Spaß, es zu fahren. 880 Newtonmeter am Hinterrad. Männer, ne? 880 Newtonmeter. Wir unterhalten uns gerne an der Bar. Aber zurück zum Thema. Ich habe Ihnen also einen Bogen aufgespannt von einem Rasenmäher zum Thema der Frage der Moral des Verhaltens im digitalen Bereich. Die gesellschaftlichen Auswirkungen, die Auswirkungen, die es für Unternehmen und auch für einzelne Menschen hat. Ich habe Ihnen gezeigt, anhand dieser Knete, dass wir hocherstaunliche Phänomene haben. Ich persönlich freue mich auf selbstfahrende Autos, denn ehrlich gesagt habe ich mehr Angst vor Menschen, die mir entgegenkommen und während der Fahrt WhatsApp schreiben. Und die Frage, die ich ja noch zum Ende beantworten muss, was haben Rasenmäher mit Autofahren zu tun? Ich kann Ihnen nur sagen, alles. Herzlichen Dank und noch spannende Vorträge. Applaus